Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus dem grauen, verregneten Frankreich. Ich bin so kurz irgendwie vor, ja, Épinal. Ja, ich habe so vielleicht noch 40 Kilometer bis Épinal. Dann haben wir auch die Etappe geschafft. Dann geht es ja hoch nach Nancy. Da ist gerade so ein bisschen die Hölle los, verkehrstechnisch. Denn wir haben es jetzt 8:18 Uhr. Und wir haben heute Mittwoch. Und da scheinen wohl schon die ein oder anderen Lastzüge unterwegs zu sein, die schon wieder Richtung Deutschland wollen und Richtung Osten. Ja, naja, bis wir da oben sind, hat sich dann vielleicht ein bisschen gelichtet. Dann ist das wieder ganz gut. Aber wir haben ja von Nancy nach Metz noch so viel Überholverbot auf der Strecke da. Da gibt es ja sowieso mal so ein bisschen Chaos. Aber das soll mich nie weiter stören. Wenn wir das erstmal hinter uns haben, dann geht es nach Luxemburg rein. Dann werden wir tanken in Wasser billig und dann sind wir auch schon wieder in Deutschland. Also ich denke mal, wir müssten so spätestens gegen 12, wenn alles gut läuft, wieder in Deutschland sein. Da fällt mir ein, ich muss ja noch eine Vignette buchen für Luxemburg. Ja. Das geht ja immer noch nicht über das Mautgerät hier. Naja, das mache ich dann mal über Internet. Aber schütten tut's hier. Leute, fragt nicht. Hier ist was los. Ah, die saufen hier bestimmt schon wieder fast ab, ey. Ja. Dann werden wir mal, kann man ja sagen, in See stechen. Und losdonnern in Richtung Épinal. Oh Mann.
Ja, da haben wir ja einen Stau zwischen Nancy und Metz. Wie wir gerade gesehen haben, stehen hier Baustellenschilder und ich wollte euch doch mal gerne zeigen, wie der Abstandsregeltempomat funktioniert. Da wird er angezeigt und momentan, ich habe hier meinen Fuß, das Bremspedal, wie ihr seht, ist ja frei und das macht er von alleine, praktisch wie ein PKW. Wenn man dort auch den Abstandsregeltempomat benutzen würde, hält er also an bis zum Stillstand. Und wenn mein Vordermann losfährt, dann tippe ich nur kurz das Gaspedal an und dann beschleunigt er auch von alleine. Erst dann, wenn er den Abstand hat und fährt dann gemächlich los und fährt dann eben wieder bis hier hinten ran. Wenn ich jetzt natürlich als Letzter im Stau bin, dann halte ich erstmal viel weiter Abstand von dem letzten, im Fall doch einer hinten raufknallt, dass er mich nicht gleich vorne raufschiebt. Aber wenn ich hier mittendrin bin, so wie man das jetzt hier so sieht, dann hält er jetzt gerade an. Hopp, da stehen wir. Und jetzt beschlägt schon wieder meine Scheibe. Mein Gott, nee. Aber wenigstens ist der Regen vorbei. Schon mal was. So, er fährt gerade wieder vor. Ich mache nur mal antippen. Und schon fährt er los. Und fährt wieder bis ran und hält dann wieder an. So simpel ist die Technik und so gut funktioniert die. Wenn sie jeder nutzen würde, hätten wir vielleicht ein paar Unfälle weniger. Ach ja, wie ihr sehen könnt, Rettungsgasse ist hier gerade mal überhaupt gar kein Thema. Weder vorne noch hinten. Auch auf der anderen Seite nicht, die stehen auch im Stau wegen der Baustelle Einspurigkeit. Also da bin ich schon mal fasziniert, dass das hier mal gar nicht funktioniert. Ja, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Also der Stau, der ging jetzt nach der Baustelle noch weiter. Und warum? Ich weiß, Winfried, es ist wieder Wasser auf die Mühlen. Es stand ein Nobelreisemobil, ein Karthago, auf der rechten Spur. Defekt? Nein, nicht defekt. Ja, er hatte eine Panne. Erst gerade, wo ich vorbeigefahren bin oder dran war, ist er mir entgegengekommen von vorne. Und hat angefangen oder war gerade fertig, AdBlue aus einem Kanister aufzufüllen. Also Leute, die fahren mit ihrem Fahrzeug so lange, bis der Tank leer ist, ohne mal zu gucken, dass sie mal AdBlue nachfüllen müssen. Und dann bleibt das Auto natürlich liegen, weil es dann in den Notlauf geht. Also daran merkt man ja wieder, Geld für ein Karthago haben, aber für den Rest, da fehlt es im Hirn. Oder besser im Kopf. Scheint ja nicht viel Hirn da zu sein. Es ist schon schlimm, wenn Leute wegen Kraftstoff liegen bleiben. Da hat man eine Tankanzeige. Aber wegen AdBlue? Im Ernst? Ich fasse es nicht.
Leute. 12.12 Uhr. Wir gehen mit großen Schritten den Berg hinauf. Und da oben erwartet uns dann die Grenze von Frankreich nach Luxemburg. Jawohl. Damit ist dann für heute Frankreich, tja, abgehakt. Und wir werden mal ruckizucki hier nach Luxemburg reinfahren und durchfahren, weil so groß ist Luxemburg ja nicht. Aber wir werden nochmal nicht in Wasserbillig, wie ich gesagt hatte, tanken, sondern in Pottersberg. Wir fahren doch neuerdings zur IDS. Bei mir ist immer noch die Esso in Wasserbillig im Kopf, aber nein, wir haben ja die IDS. Also Pottersberg, ich weiß nicht, Aral, Esso, was das da oben ist. Da gibt es auch die IDS-Säulen und da fahren wir jetzt hin. Herzlich willkommen in Luxemburg. Da sind wir mal an der Abfahrt Pottersberg und fahren jetzt mal hier runter, um mal ruckizucki nach oben zu der IDS zu fahren. Drückt mir mal die Daumen, dass die heute nicht wieder so voll ist. Das wäre ja auch mal schön. Ja, der quatscht in sein Telefon und hält nicht an der Haltelinie an. Das ist auch toll. Ah ja. So, dann fahren wir hier rum. Und dann den Hügel hier hoch und dann sind wir am Kreisverkehr schon da. Dann müssen wir einmal eine Schlaufe fahren, wenn die anstehen. Ach, da kommt auch schon wieder einer, der will ja auch noch mal tanken. Ach, so ein Ärger. Oder vielleicht auch nicht, ist ein Luxemburger. Vielleicht will der ja auch nicht tanken. Wäre ja schön. Gucken wir mal, ob die da anstehen oder nicht. Dann bräuchte ich nicht extra wieder einmal im Carré fahren. Wollen wir doch mal gucken. Der fährt da raus, jawohl, sehr schön. Und dann geht's hier mal hoch. Oh, da steht schon ein Lindner. Also nach der steht da oben. Dann kann ich ja hier wohl reinfahren. Ist voll, also fahren wir einmal drumherum. Schön. Jetzt muss der da rauskommen, wo ich rein will. Du bist auch ein Held, Kleiner. Ah, hat er uns mal Sprit gebracht und du. Das ist auch ein bisschen doof gemacht. Mit dem rein und raus und rum, drumherum und überhaupt. Weil die fahren immer so weit rum, dass man hier nicht klarkommt. So. Jetzt müssen wir nämlich hier einmal drumherum fahren. Das ist auch so ein Witz. Auch so ein Ding. Weil hier nebenan geht es ja auf die Tankstelle, ist ja die Ausfahrt. Aber hier müssen wir einmal drum herum fahren, um in die Anstellspur zu kommen. Das ist auch cool. Über das Daxa-Gelände hier, oder ja, Lagergelände. Das ist schon mal echt kurios. Aber so ist das geregelt, so ist das ausgeschildert. Das ist ja auch nicht schlecht, ja. Schlimm ist es immer, wenn die Anstellspur drüben auch noch voll ist, dann steht man manchmal wie so ein Trottel da und kommt gar nicht erst rein. Ich habe das erste Mal, habe ich hinten auf der, ich war da gerade ausgefahren, da war dann eine Kreuzung oder ist eine Kreuzung, da habe ich dann mal gedreht, um da reinzufahren. Aber ihr seht, man kommt hier raus und kann gleich geradeaus rüber in die Anstellspur fahren, so wie es halt gedacht ist, damit man dann unten rüberfahren kann zum Tanken. Meine ist ja nicht schlecht, so ein Vorstauraum, das hat ja was, hier kann man in zwei Spuren stehen, das ist ja immer ganz gut. Aber der Pole, der will anscheinend nicht tanken und jetzt gucken wir mal, wo da was frei ist, dann kann man das nämlich auch besser sehen. Der steht hier natürlich auch sehr intelligent mit seinem PKW, Transporter, sagen wir es mal so.
Der will nicht tanken, der sitzt da ganz entspannt. Und jetzt gucken wir mal. Ja, der steht natürlich richtig geil. Er hat sich Pizza geholt. Ach, Leute, es ist kein Parkplatz. Ehrlich. Es ist eine Spur. Und jetzt fährt der natürlich ran und drängelt sich bei mir vor. Natürlich auch schön. So eine Kollegen liebt man dann auch. Ja, genau. Und dann kommst du nämlich nicht rum, du Dummer. Sage ich jetzt mal. Pole, wolltest du rüber? Ach, der Lindner will tanken. Mahlzeit, willst du tanken fahren? Oder stehst du da nur rum? Nein, ich bin hier. So. Gut, alles klar. Alles klar. Gut, wunderbar. Tja, Leute, genau aus so einem Grund soll man nicht von unten gleich reinfahren, sondern hier oben rumfahren. Damit man da nämlich reinkommt. Was er jetzt gerade nicht schafft. Der Trottel. Tja, wenn man sie nicht auskennt. Mann, Mann, Mann. Bin ja mal gespannt, ob er da an der Bordsteinkiste, Bordsteinkante vorbeikommt. Manometer, Kiste. Ach, Leute. Tja. Ja. Ja, Leute, ich bin mal in Bitburg und mache jetzt gerade Mittagspause und laufe mal zum Bäcker. Es war ja schön, immer Baguette zu essen, aber jetzt habe ich die Schnauze echt voll. Es reicht. Ich brauche mal wieder ein vernünftiges, ordentliches Brot. Mann! Außerdem passt Baguette nur in Frankreich. Hier schmeckt das ja nicht so wie da, weil du hast die Umgebung nicht und du hast dieses Gefühl nicht dafür. Und hier brauche ich jetzt mein... Ja, Vollkornbrot, Schwarzbrot oder Roggenmischbrot, was ich auch immer gerne bevorzuge. So mit 70% Roggen, das ist schon ganz gut. Ja, also jetzt auf dem Weg in die Stadt. LKW steht oben bei der Bitburger Brauerei. Und wir laufen mal hier rein und holen uns mal endlich wieder ein Brot. Ach ja, es kam dann noch zu einer kleinen Eskalation auf der Tankstelle. Ich konnte mich dann doch nicht zurückhalten. Nachdem er dann von dem einen Angestellten aufgefordert war, dort wegzufahren. Und er, der Pole, ein Jüngerer, ich sag mal so, vielleicht Mitte 30, anfing da Palaver zu machen. Da hat es mich dann gepackt und hat es mich aus dem Sitz gehoben. Da musste ich mal kurz rüber. Da kam dann auch schon der nächste Angestellte von der Tankstelle und hatte ihm auch klar gemacht, die fahren hier fast zusammen. Er nimmt dem anderen die Vorfahrt. Alter, Gottes Willen.
Man merkt schon wieder, wo man ist. Ja, jedenfalls kam dann noch der nächste Angestellte. Der jüngste Angestellte war weg, dann kam der ältere. Und dann war ich auch schon da und da habe ich gesagt, weg hier, raus, hinten anstellen. Dann wollte er Palaver machen. Fing dann an hier mit ihrem typischen, was ist dein Problem? Besser gesagt, was ist Problem? Dann habe ich gesagt, du bist das Problem, mein Freund. Und dann war auch der Angestellte da gesagt, wegfahren hier, raus, ab. Da hinten anstellen, hier rausfahren, weg. Und dann war Ruhe und dann ist er abgefahren. Sowas hebt mich dann aus dem Sattel, weil du stellst dich an und er will sich vordrängen. Vordrängeln. Aber wenn er da gestanden hätte und ich wäre so reingefahren, was meint er, was dann los gewesen wäre? Das könnt ihr euch vorstellen. Hubkonzert und wäre gleich rübergerannt gekommen. Naja, in der Hinsicht war ich ja noch recht ruhig. Es gab keine Toten. Alles gut. So, und jetzt muss ich ja bald da sein. Mal gucken wir mal, ob ich das hier überlebe mit den Jungs. Oh, Bitburg, Eifel. Ist nicht so meine Region, muss ich so sagen. Aber ich habe ja auch schon in Bitburg öfters mal Wochenende gemacht. Ja, ja, das hat man mal. Da oben war ja eine ehemalige amerikanische Kaserne. Die stand ewig leer. Ich weiß nicht, da sollten irgendwie Flüchtlinge rein. Ob die jetzt schon da sind, weiß ich gar nicht. Oder schon lange da sind, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe dann früher in der Haupteinfahrt oben, da habe ich mich dann rückwärts reingestellt. Da war ein großer Platz. Und da konnte man schön Wochenende stehen und hier runtergehen in die Stadt. Und da oben hattest du deine Ruhe. So, naja, also jetzt genug gequatscht. Bis später.
Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Leute. So, wir sind mittlerweile beim Kunden mal angekommen. Draußen ist stockdunkel, es nieselt ein wenig. Na, nicht so prickelnd. Oh, der Tag ist rum. Wir haben heute nochmal 500 und Kilometer gemacht. 69, glaube ich, irgendwie so war das. Und sind ja ganz gut durchgekommen. Ein bisschen Anlaufschwierigkeiten in Frankreich gab da noch zwischen Nancy und Metz. Oh, jetzt juckt mir das Auge. Oh. Aber ansonsten lief das ja nachher doch recht gut, muss ich sagen. Kurz nochmal die Anekdote mit dem polnischen Kollegen da in Luxemburg, der sich ja unbedingt vordrängeln wollte, was dann auch gescheitert ist. Ach, manche kommen auf Ideen. Leute, Leute. Ja, und dann waren wir ja endlich mal in Deutschland und da lief auch alles. Grenzkontrollen gab es gar keinen, wasserbillig, nirgendwo. Der Parkplatz, der da kommt, der ist direkt in der Baustelle drin. Von daher kann man da gar nichts kontrollieren. Die nächste Abfahrt war die B51. Oh, Sauerstoffmangel auch noch. Richtung Trier runter geht es ja rein und hoch nach Bitburg. Da war nie irgendwo was. Also. Es ist eine Farce, was uns die Frau Faeser so erzählt hat. Die hat ja auch nur gesagt, man kann es machen, nicht man muss es machen. So war ja der Wortlaut. Man kann. Ja, da muss man immer genau zuhören. Also von daher, es läuft wie gewohnt. Was willst du machen? Ja, und wie weit bin ich eigentlich gekommen mit 4,5 Stunden? Bis Bitburg, genau. Ja, stimmt, da war ich ja noch beim Bäcker, richtig. Und von Bitburg aus bin ich dann bis hierher gekommen mit 4 Stunden 12. Ja, ein bisschen da im Mönchengladbach, also Düsseldorf. Ich bin ja Düsseldorf gefahren, da war ein bisschen voll. Da hat sich ein bisschen gestaut. Aber das ging, das war jetzt nicht so die Welt. Vielleicht 10 Minuten so Verzögerung. Allem drum und dran wurde so überall ein bisschen was hattest. Und oh, das ging eigentlich ganz gut bis hier oben durch. Ja, angekommen kurz vor 19:30 Uhr. Also von daher war das heute recht gut in der Zeit. Tja, gegessen haben wir schon. Und ich werde mich jetzt bettfertig machen. Jetzt ist, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, wie spät oder wie früh, ich weiß es nicht. Jedenfalls haue ich mich jetzt in die Falle. Und werde dann morgen früh den Film machen. Heute nicht mehr. Heute brennen mir schon die Augen zu sehr und ich bin auch ein bisschen kaputt. Tja, dann hoffen wir mal, dass die morgen nicht wirklich erst um 9 kommen, sondern vielleicht schon um 8, dass ich da dann das Fahrzeug mal loswerde, um dann mal noch gut 1,5 Stunden bis nach Münster zu fahren. Oh, ihr merkt. Der Sauerstoffmangel schreitet voran. Es wird Zeit, dass ich in die Federn kann. In diesem Sinne, macht's gut. Audio, tschüss und weg.